Herzlich willkommen zurück zu unserem Doom 2 Hell on Earth Let's Play. Hier willkommen geheißen von Wolfenstein 3D Musik in der Map 32, dem Super Secret Level mit dem Namen Gross, oder ich glaube, es wird wirklich Grosse ausgesprochen, inspiriert von einem Endgegnernamen in Wolfenstein 3D. Ich glaube, das war so ein Typ, der hier so mit Chemical Warfare rumexperimentiert hat, aber ich weiß es nicht mehr genau, ich möchte mich da nicht so festlegen. Natürlich auch T-Map ist wieder inspiriert von Wolfenstein 3D und die besteht eigentlich nur aus diesem großen Raum hier mehr oder weniger, wo ein paar Schutzstaffeln auf uns warten und die ballern wir erstmal genussvoll weg. Denn das macht Spaß. Nehmen wir mal eine andere Waffe und sparen uns die Rockets. Also das ist hier kein Problem, auch wenn ich schon wieder massig Energie verliere. So, bevor wir geradeaus weitergehen durch die Tür hier, holen wir uns noch zwei Secrets ab. Das erste war, glaube ich, hier, genau. Da gibt es eine Unverwundbarkeit. Die holen wir uns gleich. Aber zuerst gehen wir auch da drüben rein. Die neue Inspiration von diesem Wolfenstein 3D-Track finde ich eigentlich ziemlich cool. So, hier gibt es ein bisschen Health. Ist ganz praktisch, denn wir haben genug verloren. Und hier können wir Cell-Money aufstocken. Brauchen wir im Moment nicht, aber gleich. So, ich packe schon mal die gute BFG aus, denn es wartet ein dicker Brummer auf uns. Sozusagen ein Boss, ein Miniboss, ein Zwischenboss. Und da kommt die Unverwundbarkeit natürlich immer handy. So, Türe auf und Bühne frei für den Cyberdemon. Ich hasse Cyberdemons, muss ich sagen. Ich habe immer noch große Ehrfurcht vor denen. Aber der ist schon weggeblasen. Jetzt habe ich mehr Munition verbratzt, als ich eigentlich hätte machen müssen. Aber habt ihr gesehen, wir haben hier einen wunderbaren Ammo-Aufstockraum. Voll mit Cells. Und da werden wir uns eigentlich einfach wieder voll machen. So, das Level ist schon fertig, leider. Es gibt noch eine kleine Sache, die wunderschön ist, nämlich neue Hommage an ein weiteres id Software-Spiel, ein Klassiker. Erst nochmal hier die hängenden Toten begutachtet. Und der arme Commander Keen. Commander Keen alias Billy Blaze, den armen Achtjährigen hier so aufgehängt. In vierfacher Form. Und wir kommen nicht weiter, bevor wir den armen Billy viermal töten. Mit dem Original-Todessound. Also variieren wir mal ein bisschen hier so. Ich würde sagen, einen hauen wir mit der Shotgun weg. Gut. Einen vielleicht mit dem Raketenwerfer. Und einen können wir eigentlich mal so ordentlich verkloppen. Schön. Armer Billy, aber was hilft's? Was soll's? Wir kommen sonst nicht weiter. Das war das zweite. Das Super Secret Level. Wahrscheinlich das kürzeste Video unseres Let's Plays. Aber ich bin mir sicher, beim nächsten gucke ich wieder so extrem rum, dass es länger dauern wird. Und das wird die Map Suburbs, die Vorstädte.